Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 26.08.2020. Und unser DAX stand hier ein bisschen auf wackeligeren Beinen, hat nicht mehr so ganz überzeugt den Bullen raushängen lassen und ist mal ein bisschen zurückgekommen. Wir hatten oben einen Long-Trigger gesetzt. So richtig wollte der nicht drüber. Hat oben die 200-Nummer angeschlagen. Das war ja das erste Ziel, was hier noch erreichbar gewesen wäre. Gleich direkt nach der Eröffnung, gleich in den Gap rein. Das zugemacht, dann auch das Gap zugemacht, damit haben wir letztendlich sogar ein Exhausting Gap stehen, ne? Also eine Art Erschöpfungslücke im Aufwärtstrend, wenn man so will. Einfach dadurch, dass er das direkt wieder zugemacht hat, gleich am Tag. Das könnte uns nach unten raus noch ein bisschen Stress geben. Ich würde den Fall vielleicht mal sogar so, wie er drin steht, drinstehen lassen, denn wir hatten den ja nicht ohne Grund so gesetzt. Einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, der DAX schafft es eigentlich in der Regel nicht, dass er direkt den Channel-Ausbruch richtig hinbekommt, also richtig sauber, also dass er da nicht mehr im Channel rumfuchteln muss, wenn er von komplett der anderen Seite rennt und auch nicht, wenn er schon im dritten Kontakt rausrennt. Das sind immer so Momente, wo der DAX halt einfach dann mit dem Channel unsauber arbeitet und häufig auch nochmal in den Channel zurückfällt, so, was mache ich denn hier, sich dann aber manchmal doch hinten raus wieder stabilisiert aufdrehen kann und raussteigen kann. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wir haben jetzt hier so schöne eine Aufwärtsbewegung, dann noch eine Aufwärtsbewegung, jetzt hier noch eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, das ist letztendlich eine Art fünfteiliges Muster, was wir hier nach oben sehen. Deswegen wäre es auch denkbar, dass wir vielleicht noch eine 1, 2, dritte Basis hier bekommen. Einfach noch einen zweiten Abwärtsschub jetzt zum Mittwoch. Das könnte zum Beispiel ein schwächerer Start sein. Einfach, dass es ihn jetzt nochmal von der 13.100 nach unten wegdrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir unter 13.000 gehen, das dann durchaus ein bisschen holpriger werden kann. Und dann muss ich zeigen, wo er sich fangen kriegt. Na, also eine Option wäre durchaus im Bereich 49, 12.49 bis 9. 12, 9, 25, dann wieder aufzudrehen. Das würde eigentlich ganz gut passen. Das wäre auch stimmig in der Bewegung hier. Es wären also etwa 50% na, von der Aufwärtsbewegung und dann wieder hoch. Würde Sinn ergeben, würde auch passen. Sollte tiefer gehen, hätte er dann erst allerdings wieder bei so, ja, ich sag mal hier 12,830 bis 12,67 was. Das wäre dann darunter die nächste Unterstützung. Damit haben wir es, können wir es unten eigentlich schön konzentriert lokalisieren, wo wir Unterstützungen haben, ne? Also der Bereich um 9,25 bis 9, ich sag mal 40 und hier eben die 8,30 bis weitestens 67, also die Zone hier um dieses Aufwärtsgap, die da noch da ist. Wenn er so tief kommt, kann er sich natürlich trotzdem noch nach oben ziehen, wird aber eine wackelige Kiste, das muss man ja auch dazu sagen. Sollte der dann auch drunter gehen, dann würde sich das als Fehlerausbruch hier oben entpuppen halt, ne? Und dann würde er wahrscheinlich auch sogar nochmal unter das Tief hier gucken, aber das gucken wir uns morgen erstmal an. Wir gucken jetzt erstmal, was er zum Mittwoch macht. Die Chancen sind natürlich jetzt, ich habe jetzt nur hier von unten erzählt, ne? Die Chancen oben, die sind natürlich nicht aus der Welt. Also sollte unser DAX zum Beispiel mit diesem Aufdrehen heraus, jetzt sich hier wieder ein Aufwärtsgap rauskämpfen und vielleicht sogar ja, über einer 1,30, über einer 1,40 eröffnen und hier diese 13,170 kassieren. Also die 13,170 wäre für mich jetzt so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, dort wäre jetzt für mich wieder so ein Long Trigger. Das heißt, dort wäre so ein Bereich, wo ich dann sagen würde, ab da ist der DAX wieder deutlicher aufwärts zu sehen, kann ansteigen in den Bereich um 13,300 und über 13,100 dann natürlich auch weiter Richtung 13.450, 13.570, dort liegt dann noch ein Aufwärtsgap. Ne, also das ist oben wichtig. Von unten kommen sie mir bereits an einem Widerstand, ne? 13.100 bis 13.120, also eher sogar die 13.120, das ist hier noch eine kleine Unterstützung oder ein Widerstand vielmehr. Von dem kann sich der DAX auch nach unten drehen und dann eben diese 12,59 anlaufen. Ich glaube aber, das wird er, wenn dann macht er das bestimmt in der Nacht schon. Ne? Also dann tuckelt er hier oben rum und drückt runter. Und wenn er schwach reinkommt zum Mittwoch, glaube ich, haben wir gute Chancen, hier in den Bereich unten reinzutauchen. Und wie gesagt, dort einfach mal schauen, wie kann er sich halten, wie kann er sich stabilisieren, dreht er dort schön auf, bringt er dort Kraft rein. Also sehen Sie dort, dass die Käufer zugreifen. Dann greifen sie vielleicht auch selber mit zu. Dann kann er sich wieder nach oben kämpfen. Okay, das soweit der Blick auf die 2 Stunden. Zum Thema Scheine können wir hier eigentlich die gleichen wieder zum mitnehmen wie die zum Vortag. Würde ich jetzt hier einfach so drinnen lassen. Ne? Das war hier Siegfried Bertha 8, Friedrich 4 und Roland. Und Siegfried Bertha 8, Helga, Xylophon und Cäsar. Ja, 12,460, 12, 6, 13, 6, 10. Das würde ich weiter so noch erstmal
Das können wir soweit erstmal stehen lassen. Das macht zumindest Sinn, einfach auch weil wir das Gap oben haben an der 12.570 da oben. Unten ja, wäre mir die 12.500 halt einfach wichtig. Und also wenn er unter 12.800 geht, müssten wir eh nochmal anpassen. Dann, ne? Müssen wir uns einen anderen Long raussuchen. Solange aber hier oben bleibt, man braucht ein bisschen Druck, man braucht ein bisschen Hebel da drauf, ein bisschen Bewegung, würde ich schon erstmal noch den zugreifen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn Sie schwächig sehen, wo ich versuche, da runter zu noch ein bisschen mitzugehen, die Ziele haben wir besprochen. Wenn Stärke da ist, dann nicht verkämpfen, nicht verdrehen, auch wenn Sie tief sehen wollen, nur nehmen Sie sich halt ein paar Punkte oben raus mit halt. Ne? Also da im Stolz, ja, dann die Trades dann quasi sich selber zu sperren, da haben sie auch nichts gekonnt letztendlich halt. Ne? Also gerade wenn es auch offensichtlich ist, ist es meistens dann auch so die Bewegung. Und viele stehen dann da und sagen, na, das wäre zu offensichtlich, ich steige dir jetzt nicht einfach weiter. Na doch, manchmal macht das halt einfach, ne? Und sogar relativ oft. Also viel öfter macht er das, was offensichtlich ist, als dass er das, was macht, nicht offensichtlich ist. Ne? Das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf immer wieder behalten. Das nimmt man sich so gerne, also ich mache das auch manchmal. Ne? Ich nehme mir das gerne als Ausrede, wenn ich irgendwo was nicht machen will. Aber dann lieber was nicht machen, als in die andere Richtung. Und von daher aufpassen. Gut, also 13.120, das wäre schöner Umkehrpunkt. Die 13.170 ist in dem Sinne als Long-Trigger wichtig. Nun ansonsten alles, was hier tiefer geht, unter 13.000, wie gesagt, 12.49, 12.925 mal auf den Zettel schreiben. Und darunter eben auch so ein Bereich um 11, 8, 12, 8, 30 bis 12, 67. Also der ist dann auch schon interessant. Und der DAX hat hier Chancen, wenn er hier nach oben auftritt, komplett wieder hochzulaufen. Haust den aber richtig nach unten durch. Bitte diesen Fehlausbruchscharakter einfach mit im Hinterkopf haben. Dann hätte der DAX auch ein höheres Hoch nicht gehalten bekommen. Und das wäre eher schwach. Also auch auf Tagessicht, wir werden das sehen. Die Kerze, die wird einen langen Docht dran haben. Wobei, so lang ist er gar nicht. Das hätte ich jetzt länger erwartet. Ist zumindest eine Unsicherheitskerze. Supertrend ist erstmal noch rot geblieben. Das sehen Sie auch. Das muss aber jetzt nichts bedeuten. Der hat jetzt nicht so viel Kraft. Aber sollte jetzt hier eine rote Kerze nach unten kommen, also wäre auch denkbar, dass sich der DAX wieder zum unteren Band bewegt. Oder zumindest erstmal wieder zum mittleren, was dann bei 12.800 liegt. Und das passt ja auch dann zum Bereich um 12.830 bis 12.67. Also wir dürfen gespannt sein. Nicht ganz so negativ sehen, wie das vielleicht jetzt aus dem Video rausgeht. Ne? Die Chartlage ist schon noch ein bisschen positiv. Und der DAX hat auch gute Chancen oben raus. Ne? Also das nicht, weil wir jetzt mehr über unten gesprochen haben als über oben. Ich habe halt oben nicht viele Bezugspunkte, über die ich sprechen kann. Ne? Unten haben wir mehr Anlaufpunkte, mehr Unterstützung, mehr Sachen, wo was passieren kann. Das heißt aber nicht, dass der DAX auch deswegen nach unten fallen muss. Ne? Kann gut und gerne sich über die 13.120, 13.130 zum Start heben, dann die 13.170 anlaufen und dann wahrscheinlich hier Stück für Stück einfach wieder ein bisschen weiter hocharbeiten, um halt auch mal wieder die 13.300 gesehen zu haben. Na, also das bitte nicht verkennen. Na, achten Sie schön darauf, wie kommt er rein, wie bewegt er sich und dann einfach versuchen, klein zu machen und mitzuschwimmen. Na, nicht brachial dagegen stellen und versuchen, den DAX zu zwingen, das zu tun, was Sie wollen. Das klappt in der Regel nicht. Ja, nö, mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben, damit können wir schon zumachen. Ist ein bisschen kürzer, naja, nee, ganz so kurz ist auch nicht geworden, aber passt, ich wünsche was, viel Erfolg und bis morgen. Tschüss.